Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes: Hört noch ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seine Früchte holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte, den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um. Wieder einen anderen steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte, mehr als das erste Mal, mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander: Das ist der Erbe. Auf, wir wollen ihn umbringen, damit wir sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit jenen Winzern tun? Sie sagten zu ihm: Er wird diese bösen Menschen vernichten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte zu ihnen: Habt ihr nie in der Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist das geschehen, und es ist wunderbar in unseren Augen. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschellen. Auf wen der Stein aber fällt, den wird er zermalmen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die Früchte des Reiches Gottes bringt. Gelobt sei Jesus Christus. An diesem 4. Oktober feiert die Kirche den 27. Sonntag im Jahreskreis. Jesus hat uns ein Gleichnis vom Weinberg erzählt, ein Bild, das er bereits im Buch Jesaja vorgefunden und nun erweitert hat. Er spricht von den unehrlichen Gutsverwaltern und vom Königssohn selbst, den sie umbringen. Er warnt die Menschen seiner Zeit, dass der Gottessohn gesandt ist, um die Menschen wieder mit Gott zu versöhnen, doch ihm wird Gewalt angetan. Damals am Kreuz von Golgotha ebenso wie in den zahllosen Momenten der Geschichte des neuen Gottesvolkes, der Kirche, mit seinem Gott. In den Augenblicken, wo Menschen, anstatt gemeinsam vor diesen Gott hinzutreten, ihn zu loben, ihm zu danken, gemeinsam die Bitten vorzutragen, wo Menschen anstatt dessen auseinanderdriften, Spaltung, Zerwürfnis verursachen. All dies, diese Klage Gottes im Buch Jesaja ebenso, wie das Gleichnis des Herrn im Evangelium, sollen uns wachrütteln. Uns zeigen, dass die Zeit, kleinkrämerische Forderungen zu stellen, längst vorbei ist. Nicht ein Verbreiten heißer Luft mit dem Geist des Konzils, von dem keiner dann so genau weiß, was eigentlich gemeint ist, lässt diese Kirche in eine hoffnungsvolle Zukunft gehen. Sondern die Besinnung darauf, wie unser Gott an unserer Seite steht. Und wie er will, dass wir gute Frucht bringen. Nicht die sauren Beeren der Forderung von irgendwelchen Katalogen zum Ungehorsamsaufruf oder Ähnlichem. Nicht die sauren Beeren einer vermenschlichten Liturgie, die das heilige Opfer, die Gegenwart des Herrn und Gottes in Fleisch und Blut im heiligsten Altarsakrament, diese unblutige Erneuerung des Kreuzesopfers Christi auf das Niveau eines Kindergeburtstages herabdrückt. Nicht die sauren Beeren einer Kirche, die zum Abtreibungsmord, zur Euthanasie oder anderen Gräuel, die dem menschlichen Egoismus entspringen, schweigt, nur um populär zu sein. Nicht die sauren Beeren endloser Strukturdebatten, menschengemachter Pastoralkonzepte und Degradierung der Priester auf Verwalter im Kirchenmanagement. Nein, die süßen Früchte einer hoffnungsfrohen Kirche, wie wir sie bei den Weltjugendtagen erleben durften. Eine Kirche der Hoffnung, wie sie bei so manchen jetzt im Herbst nachgeholten Erstkommunionen oder Firmungen heuer ganz besonders spürbar ist. Eine hoffnungsfrohe Kirche, die gute Früchte bringt, weil Menschen neu zum Herrn finden,
und Zeugnis davon ablegen, dass es mit der Kirche nicht ein Weg des Versagens oder des Untergangs, sondern ein Weg der Hoffnung ist. Mit dieser Hoffnung im Herzen wünsche ich Ihnen eine gesegnete Woche. Gelobt sei Jesus Christus.